Bauern, das ist ein Beruf, der enorm im Wandel ist. Ich grüße euch hier vor der Landwirtschaftsschule in Courtemelon vom Dokumentationszentrum. Hier lernen Bauern und Bäuerinnen ihren Beruf. Alle vom Berner Jura und vom Jura kommen hierher. Die Schule gibt es seit 125 Jahren. Der Direktor, der Olivier Girardin, hat Dokumentationen von Lehrlingen, die ihre Diplomarbeit darin haben geschrieben und Zeichnungen. Die datieren von 100 Jahren her. Herr Girardin, was sieht man da drin? Ist Bauer sein heute oder Bäuerin sein, ganz, ganz etwas anderes als früher? Ja, klar, man sieht hier bei dieser Zeit ja etwa knapp so 100 Jahre, man hat Gras anders produziert oder und anders geerntet. Das war alles Sandarbeit, noch mit Pferden. Und das ist klar, heutzutage, das ist mechanisiert oder man arbeitet nicht mehr mit den Pferden. Aber was geblieben ist im Zentrum, das ist Nahrungsmittelproduktion, oder? Das ist geblieben. Wir wollen das genauer anschauen, draussen auf dem Feld und hier im Dokumentationszentrum. Bis nachher nach den Nachrichten. In dieser Sendung geht es um das Schloss Nidau. Genau genommen um ein Schlosspark. Dort laufen die Vorbereitungen für das Bühnenbild für ein Theaterstück auf Hochtouren. Das Stück versetzt Zuschauerinnen und Zuschauer ins Seeland vom 19. Jahrhundert. Nachher geht es weiter auf Murten. Dort ist ein Paar im Ahornsirupfieber und das mit selber gemachten Produkten mit Sirup, die sie auf der eigenen Plantage in Gebeck herstellen. Das Szenenbild im Schlosspark in Nidau nimmt Formen an. In zwei Wochen ist die Premiere des ambitionierten Theaterstücks «Auswandern». Der Regisseur packt beim Aufbau des Bühnenbildes selber mit an. Oder besser gesagt, bei den Bühnenbildern, weil es drei verschiedene geben wird. Im ersten Bild sind wir eigentlich vor dem Schloss Nidau, genau da, wo wir jetzt stehen, und in einem Dorf im Seeland. Im zweiten Bild sind wir auf dem Schiff mit den bretonischen Matrosen, mit Seemannsliedern. Und im dritten Bild sind wir nachher in New York. Da stellen wir eine Baustelle dar und wenn das Tor aufgeht, sieht man in eine Gasse von New York hinein. Die Reise aus einem Dorf im Seeland auf New York spielt im 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit war das Seeland ein feindseliges Land, das regelmässig überflutet wurde und von Mücken befallen war. Das Leben dort ist hart. Und viele, die sich entscheiden, wegzugehen, nehmen den Weg auf sich zu einer besseren Welt. Natürlich ist in das ganze Theater eine Geschichte integriert, die nicht reell ist, aber die Zeit ist natürlich reell, wo eben die Überschwemmungen alle dazu geführt hat, dass sich viele Junge damit befasst haben, für auszuwandern. Organisiert tut der Event der Verein Schlossparktheater. Seit 2016 gibt es den Verein und sein Ziel ist, regelmässig Theaterstücke unter freiem Himmel im Schlosspark zu zeigen. Auswandern ist das erste Stück vom Schlossparktheater und hat ein Budget von rund 650'000 Franken. Da der Erfolg stark vom Wetter abhängig ist, gibt es auch ein gewisses Risiko. Das Stück läuft während 5 Wochen an je 4 Abenden. Von diesen 4 Vorstellungen, Mittwoch bis Samstag, wenn es der Teufel der Letz nimmt, wir alle Vorstellungen nicht können, ja, dann können wir einfach 2 Ersatzdaten anbieten und die anderen 2 würden halt einfach ins Wasser fallen. Die Premiere des Stück «Auswandern» ist am 17. August. Der Sirup steht parat und die Erdnüsse kommen in den Topf. Der Alexandre Guimont produziert karamellisierte Erdnüsse zu Murten und zwar mit Ahornsirup aus Kanada. Zusammen mit seiner Frau Nadine Rinkenberg hat er 2020 das Unternehmen Mavu gegründet. Sie will mit ihren Produkten zeigen, wie die Kanadier den Sirup brauchen. Mich interessiert es vor allem, den Leuten zu zeigen, was Ahornsirup ist und dass man ihn für mehr als nur Pancakes und Crepes einsetzen kann. Man kann ihn wirklich als jede erdenkliche Soße einsetzen, als Salatsauce mit Fleisch zusammen, im Müsli. Die manières autant dans les sauces à salade, sur les viandes, dans les recettes de Müsli. Mindestens 2 bis 3 Mal pro Jahr geht der Alexandre Guimont in seine Heimat auf Quebec, um den Sirup zu ernten. Dort hat die Familie ein Waldstück mit 30'000 Bäumen. Die Distanz ist nicht immer einfach für die junge Familie. Mit meiner Tochter, die 5 ist, und jetzt ein 2. unterwegs. Und es war mit Covid in den letzten 2 Jahren recht schwierig. Also wir durften nicht gehen mit der Kleinen.
jetzt ist alles besser geworden und wir probieren uns jetzt so zu organisieren, dass wir im Frühling dann mindestens das See mit den Kindern auch zu ihm gehen, dass wir nicht so lange auseinander sind. 35'000 Kilo Sirup kommen dieses Jahr mit dem Schiff in die Schweiz. Er ist eine gesunde Alternative zu Kristallzucker. Der Ahornsirup hat viele Mineralien, Vitamine und Phenole mit antioxidativer Wirkung. Er ist gut für junge und alte Leute, für Personen mit Diabetes oder auch für Sportler. Wir wollen eine Auswahl an Produkten haben fürs Morgenessen, fürs Nacht oder zum Snacken, wie unsere Nüsse. Wir können au déjeuner, qu'on peut utiliser au souper, d'avoir un snacking avec nos arachides. Auf dem Blech kühlen die Nüsse ab. Wenn es so weit ist, dann tut sie Nadine Rinkenberg abpacken. Ursprünglich war es ein Hobby. Mittlerweile haben beide für das Unternehmen ihren Job in ganz anderen Branchen gekündigt. Zusammen mit zwei Mitarbeitenden produzieren sie die süßen Snacks. Das Produkt kann man sehr gut an. Wir sind aber vor allem in Romandie unterwegs momentan und wir probieren jetzt wirklich auch in der Deutschschweiz uns zu entwickeln. Wir haben einen Online-Shop und wir sind viele so kleine Läden vorhanden. Und jetzt tun wir auch langsam mit Vertrieben anfangen zu arbeiten. Das Unternehmerpaar will wachsen. Der nächste grosse Kunde ist Manor. Ab im Winter sind Ahornsirup, Brotaufstrich, Müsli und die anderen Produkte dem Kaufhaus verfügbar. Wir sind zu Courtemelon in der Landwirtschaftsschule. Hier bei mir ist Camille Germion. Sie ist verantwortlich für Prüfungen und ist Lehrerin für Tierproduktion. Frau Germion, was lehrt ihr den zukünftigen Bäuerinnen und Bauern bezüglich der Viehwirtschaft? Also ich selber bin in der Ernährung tätig, in der Ernährung von Kühen vor allem. Wir reden hier von verschiedenen Zusammenstellungen von Pflanzen, die ihnen etwas bringen. Zum Beispiel Energie oder Protein. Nehmen wir diesen Mix hier. Wir haben proteinreiche Klee. Also wir erstellen Ernährungspläne. Die Pläne wollen wir ausgewogen zwischen Energie und Protein gestalten. Die Ernährung soll so nachhaltig wie nur möglich sein. Hat sich etwas verändert in all diesen Jahren? Wenn es um Viehwirtschaft geht. Es hat in der Tierhaltung grosse Fortschritte gegeben. Die Vorschriften werden ging strenger und strenger. Außerdem haben wir auch einen grossen Kostendruck, der uns zwingt, effizient zu arbeiten. Es gibt wirklich grosse Fortschritte, wie das wahrscheinlich überall in der Landwirtschaft der Fall ist. Konsumentinnen und Konsumenten wissen ja, dass es Fortschritte gibt in der Tierhaltung. Aber gleich gibt es viele Leute, die weniger Fleisch essen oder sogar ganz auf tierische Produkte verzichten. Wie seht ihr das für die Zukunft? Die Tendenz geht tatsächlich in die Richtung, dass die Leute weniger Fleisch konsumieren. Ich denke nicht, dass das uns hier beeinflusst, bis auf den Punkt, dass wir einfach die Fleischherstellung abschrauben. Wir produzieren hier doch ein bisschen Fleisch, wir haben aber Abteilungen, die für die Herstellung von Fleisch ideal sind. Wenn man lokal konsumiert, Schweizer Fleisch, gibt es keinen Grund, die Produktion runterzufahren. Bauer sein, gerade mit den Tieren, ist ein harter Beruf. Wollen das noch viel lernen? Ja, wir haben jedes Jahr 30 bis 40 neue Lehrlinge. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft sorgt dafür, dass der Job für alle spannend bleibt. Heisst das, dass die Mechanisierung sogar noch mehr Leute anzieht? Ja, das kann die Arbeit weniger streng machen. Also die körperliche Arbeit ist keine Hürde mehr für die Ausbildung zum Bauer oder zur Bäuerin. Das kann Leute mit gewissen Zweifeln ermutigen. Und was motiviert die Jungen, sonst noch Bauer oder Bäuerin zu werden? Viele Leute, die sich für diese Ausbildung entscheiden, sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Der Betrieb der Eltern zu übernehmen, ist eine grosse Motivation. Aber wir haben auch Lehrlinge, die daheim keinen Hof haben. Die spielen vielleicht mit dem Gedanken, nachher noch eine höhere Ausbildung anzufangen. Und finden die Leute mit Lehrabschluss nach alle einen Bauernhof, wo sie selbstständig darauf arbeiten können? Viele können auf dem Betrieb daheim arbeiten. Für alle anderen ist es nicht einfach, einen Job zu finden. Sie müssen viel Energie in die Suche stecken und Geduld haben. Auch viel Passion.
Ihr habt ja das selber erlebt. Ihr habt auch einen Hof gesucht, um mit den Rossen herzugehen. Ja, ich konnte kein Vitamin B nutzen. Wir haben viel Zeit in die Suche gesteckt. Es braucht viel Geduld und auch ein bisschen Glück, um plötzlich eine Perle zu finden. Merci vielmals, Frau Germiot. Wir gehen weiter zum Direktor der Landwirtschaftsschule, Olivier Girardin, und reden darüber, wie sich die Schule, die Landwirtschaftsschule, anpasst an diesen neuen Verhältnissen, an der Mechanisierung und dem wissenschaftlichen Fortschritt, den es in der Landwirtschaft gibt. Herr Girardin, Sie haben es erwähnt, Mechanisierung und die neuen Technologien in der Landwirtschaft. Wie müsst ihr die Ausbildung anpassen? Ja, man merkt, die Mechanisierung, das ist so ein Prozess, der ja seit 100 Jahren läuft, oder? Und es geht weiter. Und was man merkt, was immer so wichtig ist, das ist sicher auch alles, was mit der Sicherheit zu tun hat, oder? Wenn man mit Traktor arbeitet und so. Das ist ein Punkt. Und auch ein noch sehr wichtiger Punkt zurzeit, das ist die ganze Digitalisierung, oder? Weil es wird viel auch Maschinen mit Computer auch werden auch so bedient. So, das ist diese Entwicklung, die man heutzutage sieht. Wo brauchen Bauern und Bäuerinnen auch noch den Computer bei Produktion? Ja, zum Beispiel oder bei Traktor oder so, zum Sehen, um wirklich ganz genau zu bewirtschaften. Dann kann man mit GPS auch den Traktor auch auf den richtigen Spur haben, oder? So ist so die Genauigkeit auch viel höher. Die Entwicklung läuft ja gleichzeitig mit dem Verschwinden von kleinen Bauernhöfen. 2 pro Tag in der Schweiz müssen zutun. Wie seht ihr das? Ja, man merkt diese Entwicklung, das stimmt. Das ist nicht etwas neu, oder? In den letzten 20 Jahren geht diese Entwicklung geht eigentlich weiter. Aber was nicht gut oder schlimm wäre, wenn es sich beschleunigt, oder? Man merkt vielleicht, es gibt weniger Betriebe heutzutage, die dann auch verschwinden. Das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist Betrieb, die Zusammenarbeit zwischen Betrieben. Oder es ist vielleicht ein Betrieb, der aufhört, aber dann kann man dann zwischen Betrieben zusammenarbeiten. Und dann sind mehr Leute, die dann auf einem Betrieb arbeiten, als vorher nur auf einem Betrieb. Oder? Aber kleine Bauern und Bäuerinnen fühlen sich auch zum Teil gezwungen aufzuhören, weil sie eben zu wenig Rendite haben oder zu wenig Produktionsfläche? Ja, manchmal, das ist schon so. Normalerweise, das ist bei Generationswechsel, aber normalerweise, es gibt dann andere Möglichkeiten. Sie können entweder so eine Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, das ist eine Möglichkeit, aber dann kann man sich auch diversifizieren und man sieht auch zum Beispiel bei der Direktvermarktung, das ist auch eine Möglichkeit für kleine Betriebe, zusammen auch mit der Agrotourismusentwicklung, dann das ermöglicht neue Chancen auch für kleine Betriebe. Und ist das in eurer Landwirtschaftsschule auch ein Thema? Ja, das ist auch sicher auch ein Thema und es gibt nicht nur ein Modell, oder? Das ist, wo wir auch vielleicht, es gibt, ich meine, die Größe, das ist nicht nur das Erfolgsfaktor, oder? Man kann kleine Betriebe haben, die auch Erfolg haben und dann gute Gewinne. Und das muss man auch schauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auch für Betriebe, sich auch anzupassen. Und wie geht es darum mit dem Druck in der Landwirtschaft, dass man ökologischer und nachhaltiger muss produzieren? Ja, das ist etwas, wo die Landwirte sich bemühen, oder? Weil das geht auch mit der Direktzahlung zusammen, oder? Das heißt, die Erwartung für Umweltprestation oder Landschaftsprestation sind da. Und dann muss man auch die Landwirte ausbilden und sagen, ja, das ist klar, es gibt diese Ökologisierung, aber auf der anderen Seite, das bringt auch neue Chancen. Und wenn man das auch gut beherrscht, dann kann man auch das auch gut verfolgen. Und das sind neue Opportunitäten auch. Merci vielmals, Herr Girardin. Morgen geht es weiter mit der letzten Episode hier auf Telebilang zur Landwirtschaft im Wandel. Wir gehen auf Ins und schauen, wie die Forschung vorwärts macht mit Gemüsekulturen, die weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Dünger, weniger Wasser und anderes.